Das Lied ist vor Jahren in Sankt Petersburg entstanden, als es noch Leningrad hieß. Und wer da schon mal gewesen ist, Leningrad hat einen Fluss, im Winter Eis, im Sommer Wasser. Und da werden nachts mitten in der Stadt, das ist ja eine 5-Millionen-Stadt, die Brücken geöffnet. Und dann kann man auch 2, 3 Stunden nicht durch. Also man muss immer vor 1 oder so muss man über die Brücken, sonst muss man an der anderen Seite übernachten, trinken, schlafen und so. Und Ende Juni sind da immer die weißen Nächte, weil es liegt ja sehr nördlich, also dann wird es nicht dunkel und dann versammeln sich viele junge Leute da am Ufer der Neva und man redet miteinander und trinkt was. Und ich habe mich vor Jahren dort dann auch dort gesessen und wir konnten auch nicht zurück ins Hotel, weil die Brücken waren offen und dann haben wir geredet und geredet und daraus ist das Lied entstanden. Fast jeder hatte seine Träume, denn Kinder ohne Träume gibt es kaum. Doch eines Tages kalte Dusche, da war's vorbei und aus der Traum. So lassen wir sie uns nehmen und denken schon, wir wären klug und alt. Wenn wir die Klippen dieses Lebens meistern, verlieren wir die Lust zum Träumen bald. Träume sind wie Schiffe. Gleiten lautlos durch die Nacht, Brücken öffnen sich und lassen durch, was du hinter dich gebracht. Du dachtest noch, ihr werdet euch nahe, ich streichelte dich lieb und zart, doch plötzlich wechselte die Szene. Da wurde er ganz runter. Die Tränen konnten dir nicht helfen. Sie spülten höchstens deine Träume fort. Du musstest lernen, dich zu wehren, dass kein Verlass ist auf ein Wort. Träume sind wie Schiffe, gleiten lautlos durch die Nacht. Brücken öffnen sich und lassen durch. Was du hinter dich dass man auch anders machen kann. Doch in mir bettelt der Obra, vielleicht klappt es mal irgendwann.